Ach ja. Und wieder ein und auf die andere Seite. Diesmal fahre ich hoffentlich nicht vorbei. Man weiß es ja noch nicht. Da! Ein Autounfall mit einem Polizisten. Nur wegen dem. Und dem. Und dem. Jetzt gib schon Gas. Die Polizeikarre muss doch ein bisschen mehr drauf haben. Oh, da müssen wir. Runter. Und runter! Ja! Na, na, verschiebst dich, Junge? Du hast schon wieder zu viele Drogen genommen. Ich kenn dich eh. Du alter schwarzer Haudegen. Ach ja, so politisch inkorrekt zu sein kann schon was. Ja, ja, fahrt nur rechts ran, meine Freunde. Ich verschiebe euch ja doch noch. Genau so. Hey, das war Fahrer. Das war, weiß ich gar nicht, was das gerade war. Jetzt habe ich hier gerade eine Nachricht von Döner erhalten. Ein kleiner Insider-Spruch. Wer mich persönlich kennt, weiß jetzt natürlich, von was ich rede. Die anderen denken sich nur, dass es ein verfressener Sack, der mit einem Döner schreibt. Ich bin ganz kurz weg. This car could use a little tuning. Let's find a rim jobs and get it cleaned up. Oh, es geht ja schon weiter. Meine Güte, das habe ich ja ganz schön übersehen. Ach ja, so gefällt mir ein Polizeiauto. Shandy's taking this thing with Gat pretty hard. Everyone is. I know, but you're always pissed off. The girl's not as crazy as you. I'll keep an eye on her. Reden die jetzt noch oder halten die Schnauze? How long were you rolling with Gat anyway? Long. Met him when I first became a saint. Shit. What was he like back then? Measured. Controlled. That all changed when Aisha died. Reden die jetzt noch oder lassen die mich jetzt reden? Nee, keine Antwort. Keine Antwort ist eine gute Antwort. Also schwafle ich jetzt euch wieder die Ohren zu, bis die Ohren anfangen zu bluten von meinem strunzdummen Geschwafel, das ich jetzt von mir gebe. Jawohl, genau so sieht das hier aus. So und nicht anders, meine Freunde, denn so habe ich es am liebsten. Ja. Ich glaube, den Schaden zahlt die Versicherung nicht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und rein da! Perfekt! Oh yeah, genau so. Car's got some more style. Now it's our turn. So und nicht anders, meine Freunde. Hey, the Planet Saints. Doesn't it feel like we're going a bit overboard? Ach ja. I always do. So, ich sag's euch. We need some driving music. Please don't sing. Das Ganze hier, nein. Das ist schon chaotisch. Da fahr ich vor allem mal. You remember this? Come on. Yeah. Just sing on key this time, man. Early in the morning, rising to the street.
Light me up that cigarette and I strap my shoes on my feet. Got to find a reason things went wrong. Got to find a reason why my money's all gone. I got a Dalmatian and I can still get high. I can play the guitar like a motherfucking riot. Yeah, at least I can play the bloody guitar, right? You can't play a lick, man. Come on, man. Get into it. Come on. Well, life too short to love the one you got. You might get run over or you might get shot. Bang! Never started standing on the skin off my chest. Never had to battle with no bulletproof vest. Hey, take a small example, take a tip from me. Take all your money, give it all to charity. Love it. It's been in my reach. And the sublime star was straight from Long Beach. It all comes back to you. Finally get deserved. Try to sit down and edit it. Yeah, well, I know it. Not to worry about. Don't start right. You'll be there in just a moment. Oh, ich habe Nitro, genau, da war doch was. Ach ja, wie schön. Sollen wir uns auch noch umkleiden? Das obwohl, ich setze mich wieder mal ganz kurz um. Ah, ich weiß nicht, ich sitze hier immer da wie so ein... Wie so ein behinderter Affentorso. Aber gut. So, natürlich für die Ladies hier. Oh, ich hab wohl vergessen. It's time to go. What the fuck is that thing? Something very big and very angry. Gut. Wie schon gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Au weh, au weh, au weh, au weh. Und ich hab hier wohl oder übel vergessen, unserer feinen Dame etwas anzuziehen. Aber was soll man denn da schon machen, außer lachen? Und ich lasse es jetzt einfach mal so, weil ich viel zu faul bin für dieses doofe, doofe Menschen. Johohoi! Da fliegen wir mal eine Runde. Und rein da! Rein da! Huiuiuiuiuiui! Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da! Und nieder! Und ins Mäulchen! Jahaha! Genau so mag ich das. Und da fahren wir natürlich wieder mal weiter. Wo bleibt denn der gute Pierce? But the way he was shrugging off bullets? We'll figure it out later. Ja, gut. Steigen, nein. He's dead. I hear that. Na gut so. Und weg sind wir. Jawoll. Jawoll. Wie schon gesagt, natürlich gleich wie im echten Leben fahre ich hier durch die Bögen, um das Ganze ein bisschen realistisch zu halten. So mag man es ja.
Gäbe zum geheimen Unterschlupf zurück. Okay. Perfekte Kameraposition, die wir hier gerade gesehen haben. Ja, gut. Fahren wir mal weiter. Alles hier zu verlegen macht doch auch keinen Spaß. Oh, da war er. Kehren wir nach Hause zurück. Noch haben wir keine Nebenmission. Warte, warte, warte. Mir kommt gerade der Schreck. Wir haben doch ein Ding. Eine Garage. Ja. Genau so, wie es sich gehört. Für jeden guten GTA-Abschnitt. Man hat eine Garage, in der man sein Auto platziert. Perfekt. Nur wir kommen so nicht in die Wohnung. Das macht mich aggressiv! Will you sign your mugshot? Mindestens so sehr aggressiv. Hey, hey, das ist ein Augenzeuge. Oh, du Scheiße. Just like old times. Kehren wir mal nach Hause zurück. Auf den Zielzugriff. So, perfekt. Steelport. Ich komme. Wir haben es geschafft mit einer wunderschönen Engelstrophäe. Ach ja. Das wird der Spaß. Und wir sind im Respekt-Level aufgestiegen auf die Stufe 3. Die Saints Row 3. Ob das etwas zu bedeuten hat? Hey, wir haben neue Level. Mal sehen, Fähigkeiten, Pistolen, beidhändig. Leider zu wenig Geld. Aber ich glaube, ich werde auf das sparen. Auf die beidhändigen Pistolen bin mir aber noch nicht ganz sicher. Gesundheitsregeneration. Könnten wir machen? Weiß ich noch nicht. Schadenfahrzeuge? Ja, gut. Nehmen wir mal einfach die Regeneration. Dann sind wir schon ziemlich glücklich und gut dabei. Bargeld. Ein Bankomat ist derzeit leer. Spielaktivitäten und Bandenoperationen und kaufe Läden Eigentum, um deine stündlichen Stadteinnahmen zu erhöhen. Perfekt. Aber wir haben nichts. It's party time. Glad you called. Think I found us a new place. Pierce, you were supposed to be looking for Lauren, not going house hunting. See, that's the beauty of this place. It's owned by the Morningstar. All right, I'm listening. The Morningstar have a penthouse downtown where they're throwing some big party for their global contacts. And their real estate agent will be there? Real funny. I was gonna say we crash the party, kill the Morningstar, and keep the place for the Saints. Ha! Okay, what's the plan? The Saints will be downstairs until you can unlock the elevator for them to come up. Wait, if I can't go up, then how will I... Oh, right. Penthouse. That's right. Meet me at the airport. For those who work in retail, life can be full of monotonous sales and customers that make one wish to adjust. However, for a few employees of Planet Six, life recently became more worth the pain. The leader of the Saints and Japanese commercial superstar Pierce Washington stopped by to do a little shopping. Though no autographs were signed for the hard workers at the store, shoppers were treated to a show of skill when an enraged man attacked the Saints after they exited the store. The ensuing fight showed bystanders the Saints had not gone soft as international celebrities. This is Jane Valderrama with your Steelport Celebrity News. Und bin auch ein wenig müde, aber ich will unbedingt eigentlich hier noch aufnehmen. Und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Aber gut. Was soll man da schon machen, außer lachen? Och nee. Oh, Y. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder ein Fahrzeug.
Ich weiß nicht, von irgendwoher kommt mir unser Charakter bekannt vor. So, rein vom Gesicht her. Jetzt nicht unbedingt in dem Zusammenhang mit seiner wunderschönen körperlichen Figur hier, aber gut. Und natürlich für alle, die noch nicht in die Statusmeldungen gelesen haben, Saints Row 3 ist natürlich OSK 18. Also Statusmeldungen sage ich. In die Videobeschreibung meine ich natürlich. Ich werde auf jeden Fall in die Videobeschreibung von jedem Video werde ich auf jeden Fall mit eintragen, dass es OSK 18 ist. Man weiß ja nicht, wer über diese Videos noch stolpert. Ja, genau so meine ich das. Das ist reine Selbstabsicherung, die ich hier vollziehen werde. Also, was soll es schon? Can you believe it? He started rapping at the age of 13. So much more mature than most of them. Jawohl. Die habe ich gut mitgenommen. Jetzt habe ich eine neue Kühlerfigur. Ja, und da rein. Jawohl. Jetzt kommt mir gerade Schrecken. Was machen wir eigentlich beim Flughafen? Oh, okay. Wie, was, ich bin mal still. What you thinking? Some asshole is in my pool. The crew's ready downstairs. Say the word and we crash the party. Let's do it.